Vor über 10 Jahren wurde hier in der Parkanlage beim Anna-Walch-Haus in Karlsruhe am Rande der Günther-Klotz-Anlage zum ersten Mal das Fest der Begegnung gefeiert. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst starten Jung und Alt auf eigenen Beinen oder auf Rädern in den Sonntag. Hier in der Seniorenwohnanlage ist es das erklärte Ziel, zusammen mit Gästen wie in einer großen Familie zu leben. Alle Generationen einzuladen, einen schönen Sommertag, hoffentlich heute haben wir Glück, zusammen zu feiern. Und das beginnt bei den Kleinen, für die ist das attraktiv, weil wir haben ein Kinderland in Form von einer Hüpfburg, ein aufblasbares Piratenschiff, verschiedene Gewinnspiele für Kinder und natürlich hier im Park sich frei bewegen zu dürfen. Aber als Grundgedanke von uns, alle klein, groß, jung, alt, gesund und krank, feiern miteinander. Das Haus hat einen eigenen Förderverein, der sich mit vielfältigen Aktionen rund um das ganze Jahr für das Wohl der Bewohner im Anna-Walch-Haus einsetzt. Mit rekordverdächtigem Christstollen im Advent oder dem größten Kuchenbuffet der Region wird immer wieder Leben ins Haus gebracht. Heute dieses Fest, das ein richtiges Bürgerbegegnungsfest ist und von all dem, was an Erlösen kommt, investieren wir dann wieder in das Haus hinein, machen schöne Sitzecken, verschönern die Räume selbst, machen neue Kochbereiche, also alles fließt zurück. Zurück wieder an die Hausgäste. Die allerschönste Blume, die blüht auf meinem Bier. So sang der Chor der Eintracht Spöck zum Fassanstich. Bürgermeister Michael Obert war als Schirmherr zum Fest der Begegnung gern in die Günther-Klotz-Anlage gekommen. Das Bierzapfen gelang nicht auf Anhieb, sorgte aber bei den Gästen für eine unfreiwillige, dennoch willkommene Abkühlung. Also das Fest nennt sich nicht umsonst Fest der Begegnung, weil sich Jung und Alt begegnen sollen. Das findet jetzt schon sehr viele Jahre statt und wird, habe ich das Gefühl, immer größer, immer reichhaltiger. Und das Haus selber, allein schon seine Lage, ja, mitten, also am grünen Rand der Günther-Klotz-Anlage, hat eine ganz besondere Bedeutung und auch die Konzeption des Hauses, eben die Bewohner als Hausgäste zu betrachten und alle Lebensphasen mit ihnen zu erleben. Ich glaube, das ist schon was Besonderes. Hier funktioniert das Miteinander von Jung und Alt, Groß und Klein, Senioren. Einen Lebensabend mitten in der Gesellschaft zu bereiten, ist gar nicht so schwer. Vielleicht, weil es uns Spaß macht. Vielleicht ist es der Spaß. Vielleicht ist einfach die Freude. Für unsere Hausgäste, für die Angehörigen, für die Kleinen, für die Großen aus der Umgebung da zu sein.